Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Kolat. Ja, und im letzten Part haben wir hier das Buch gefunden und das wollte ich ja durchlesen. So, seltsame Geräusche aus dem Wald haben uns nachts nicht schlafen lassen. Ich kann nicht sagen, was es war, für mich hat es sich angehört, als würde mich jemand rufen. Aber der Rest der Gruppe sagte, es klang wie ein Summen. Wir werden die Einheimischen fragen, wenn wir sie wieder treffen. Am Morgen waren alle ein bisschen verängstigt, aber nach dem Frühstück hat sich die Stimmung gebessert. Wir sind aufgebrochen flussaufwärts. Der Schnee ist nicht besonders tief, aber nass. Er klebt an den Skien, was das Vorkommen erschwert. Wir sind ein paar Felswänden an Felswänden vorbeigekommen, aber bald wurde das Gelände flacher und um 17.30 Uhr haben wir schließlich unser Lager aufgeschlagen. Es ist unsere erste Nacht im Zelt. Wir waren sehr müde. Wir haben versucht, noch die Sachen für morgen vorzubereiten, aber der Hunger war stärker. Dann hat uns die Erschöpfung überwältigt. Wir haben uns um das Lagerfeuer versammelt und uns im Flüsterton unterhalten. Die Atmosphäre in der Umgebung hat uns Angst gemacht, lauter zu sprechen. Okay. Als ob eine heilige Stätte wäre, als ob es eine heilige Stätte wäre. Oder ein Ort, an dem es spukt. Schließlich haben wir uns in die Zelte verkrochen. Irgendwie ist niemanden nach Schlafen zumute. Wir hatten das Gefühl, dass jemand auf dem nahegelegenen Weg vorbeigeht. Als haben die Jungs nachgesehen. Was? Also haben die Jungs nachgesehen. Aber es war niemand. Wahrscheinlich war es irgendein Tier. Ich höre wieder die Geräusche aus dem Wald. Ja, okay. Geräusche aus dem Wald. Und letztes Mal, da bin ich ja direkt da hochgerannt, ne? Ne, ich bin nicht da hochgerannt. Ich bin da runter gegangen. Ja. Aber ich war gar nicht da hinten. Karte. So. Da habe ich eins gefunden. Ne? Und hier ist die Brücke anscheinend. Wahrscheinlich ist das diese Brücke, was da gemalt ist. Ja. Aber ich bin jetzt hier lang gegangen, weil hier so ein Dämon unterwegs war. Ich habe ja da oben die Scheiße ausgelöst, aber ist ja auch nichts, ne? Scheißendreck. Okay. Wie komme ich denn hier hoch? Da, wo der fette Schädel ist. Na gut. Ich gehe wieder hier lang. Bin da. Jo. Und bin ich... Ich bin, glaube ich, da hochgegangen, aber... 11.55, gell? 11.55. Hier bin ich. Naja, was ist denn hier? Hier ist auch... Hier ist auch, aber... Das ist das Feuer, okay. Ich dachte schon Zettel. Was? Was ist denn der Scheiß? Ach so. Ja, scheiße. Da ist ja alles eingestürzt, ne? Ja, toll. Komme ich da jetzt nicht mehr hin, oder? Was ist das denn für ein Scheiß? War ich schon mal da? Ich weiß es nicht. Alter. Ich glaube, ich habe hier einen neuen Ort entdeckt.
Oder? Feuer? Zettel? Höre ich einen Zettel? Ich war hier nicht, gell? Oder? Ich war hier nicht. Ich glaube nicht. Also, ich kann mich zumindest mal nicht dran erinnern. Oder vielleicht war ich ja doch hier, ey. Hier sieht alles gleich aus. Jo. Feuer. Ich meine, ich bin schon mal hier so rumgerannt. Auf so einer Fläche. Ja, anscheinend. Mal gerade gucken. Anscheinend kann ich da nicht mehr hoch, ne? Hier. Ja, leider. Jo, scheiße, habe ich nicht gefunden. Zettel, ne? Naja, was soll's, ist mir egal. Ist ja nicht so schlimm. Ich meine, ich habe gefunden, was ich konnte. Und hier ist Wasser, ne? Hier ist Wasser, Wasser, Wasser. Ich bin, glaube ich, hier. So, irgendwo hier bin ich, ne? Glaube ich. Ja. Aber wieso kann man denn hier überall lang? Ne, hier kann man nicht lang. Na, scheißen Dreck. Höre ich einen Zettel? Ich höre keinen Zettel. Hier komme ich nicht hoch. Gehen ein. Scheißen Dreck. Aber komm ich da hin? Komm schon, bin da. Sei kein Arsch. Verdammt. Komm ich nicht hin. Dann leck mich doch. Da ist alles eingestürzt. Ich komme da nicht mehr hin, ne? Da hinten gibt es eine Hölle. Mal sehen, was wir da finden. Ich dachte, ich hätte wieder so ein Gesicht gesehen. Da ist ein Zettel. Hier ist ein Zettel. Ja, und sonst gar nichts, ne? Okay. Gut. Wie viel Zeit? 6 Minuten. Naja, hier. Ach du Scheiße, Mann. Wieso ist das immer... Ah, okay. Seversk. Aufnahme geheim. Dimitri Ivanovski. Ivanovich. Dimitri... Dimitri Ivanovich. 54. Zuerst hören wir ein Knacken, wenn ein Baum, wie man einen Baum gefällt wird. Ich sagte zu, Name geheim, er sollte nachschauen gehen, denn es hörte sich an, als käme das Geräusch aus der Kammer, Name geheim. Stand auf und überprüfte die Anzeigewerte. Er sagte, es wäre alles in Ordnung. Und dann begann sich plötzlich die Tür zu... Was? Die Tür zu verbiegen, okay? Sie wölbte sich, als würde jemand einen Ballon dahinter aufpumpen. Schließlich brach sie aus dem Rahmen und schoss mit voller Wucht ins Zimmer. Der Arme, Name geheim, stand vor mir und die Tür, sie erledigte ihn einfach. Ich sah alles in Zeitlupe. Ich dachte, gleich würde jemand hereinkommen. Das Militär oder vielleicht hätten uns in was? Das Militär oder vielleicht hätten uns die Amerikaner angegriffen, aber es kam niemand, nur Name geheim vergrub sein Gesicht was?
vergrub sein Gesicht in seinen Händen und begann zu schreien, wie ein verwundenes Tier. Ich werde diesen Schrei nie vergessen. Dann stand er auf, stellte sich mit dem Rücken zu uns und sein Kopf drehte sich herum. So stand er und sah uns an. Ich weiß nicht wie lange, vielleicht eine Sekunde, aber für mich fühlte es sich wie eine Stunde. Ich schrie, die Leute sollen weglaufen, sich in Sicherheit bringen. Schließlich ging Name Geheim zu Boden und Name Geheim stürzte zu ihm. Er schrie, als wollte er etwas sagen, aber sein Gesicht, ich weiß nicht, Inspektor, ich glaube, ich habe den Verstand verloren. Stimme aus dem Zimmer, bitte, bitte fahren Sie fort, Dr. Dmitri Ivanovich. Sein Gesicht begann sich aufzulösen, Stück für Stück, wie Scherben einer zerbrochenen Porzellanmaske. Dann begann plötzlich Gegenstände zu schweben und Tische herumzurücken. Wir hörten Schreie und lautes Gepolter. Alle begannen zu schreien. Ich schrie auch. Wissen Sie, ich fühle mich, als würde etwas in mir kochen. Ich müsste entkommen. Ich begann zu kriechen. Auf dem Boden war eine Flüssigkeit, aber ich kroch einfach weiter. Ich erinnere mich, dass ich meine Augen schloss und mich vorwärts bewegte. Mein Gedächtnis folgend. Ich höre Gebrüll und Schreie, bis schließlich etwas explodierte und alles still wurde. Ich weiß nicht, wie lange ich bewusstlos am Boden lag. Schließlich öffnete ich meine Augen, aber um mich war es dunkel. Wissen Sie, ich dachte, ich tastete mich zum Flur. Ich stand langsam auf und sah am Ende des Tunnels das schwache Blinken einer schwache blinkenden Notleuchte. Ich ging auf das Ende des Tunnels zu, wobei ich hin und wieder über irgendwas stolperte. Als ich das Licht fast erreicht hatte, erstarrte ich. Ich schloss meine Augen erneut. Stimme aus dem Zimmer. Sie machen das sehr gut, Dmitri Ivanovich. Bitte fahren Sie fort. Ja, natürlich. Es tut mir leid, aber ich weiß nicht. Ich meine, ich schloss meine Augen, weil ich nicht glauben konnte, was ich sah. Am Ende des Flurs war eine Gabelung. Links und rechts standen Menschen. Sie waren verschmolzen mit Gegenständen und mit den Wänden irgendwie miteinander vermischt, als hätte jemand einen großen Löffel genommen und einen Teil der Welt damit durchgemischt. Oh yeah, Leute, mein Timer klingelt. Macht's gut und tschüss.